sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Herr Jesus, dir sei Lob und Ehre. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe schon eingangs zum letzten Gottesdienst gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass ich heute etwas komplizierte Gedanken vortrage. Hinterher wurde mir gesagt von zwei, drei Leuten, es war ja schon so einigermaßen okay, aber vielleicht nicht für alle, aber nun ja, müssen Sie durch. Wie müsste eine Religion aussehen, der sich nicht religiöse Menschen gerne anschließen würden? Diese Frage hat sich der Autor und Regisseur Ron Park, 1987 in Berlin geboren, gestellt, als er sein Stück, Sie sehen es hier in der Überschrift, Keine Sorge, Religion, niedergeschrieben und inzwischen am Schauspielhaus von Düsseldorf seit dem vergangenen Oktober inszeniert hat. Wie müsste eine Religion aussehen, der sich auch nicht religiöse Menschen gerne anschließen? Das Ganze ist konzipiert als ein Gottesdienst, der auf der Bühne stattfindet. Das Publikum ist die Gemeinde. Er selber sagt, beim Schreiben dieses Stückes hätte er sich im Publikum sowohl Joe Biden wie auch Donald Trump vorgestellt und gesagt, er muss es so schreiben, dass beide jeweils zustimmend nicken können. In diesem Gottesdienst wird gesungen und gepredigt. Die Gewänder und die Rituale lehnen sich an, ohne dass sie das sind, an der katholischen Messfeier. Unten sehen Sie das überdimensionierte Ei, aus dem das, so wird es in dem Stück genannt, das Wunder schlüpft, ein junges Menschenkind, das seinen Abgang hat von der Bühne, mit den Worten, und natürlich ist das eine Provokation, es erinnert an die sogenannten Todsünden in der Tradition, den Abgang hat mit dem Wort, es möchte, also dieses Wunder, es möchte Wollust, Völlerei und Faulheit leben. Der Altar wird zunächst einmal in Form eines Kartons auf die Bühne getragen mit einem Inbusschlüssel, natürlich erinnert das an IKEA, und ist ein Symbol für das, was diese Religion ist, nämlich eine Religion aus einem Baukasten, aus Baukastenelementen, unter anderem eben auch christliche, was man an dem Wunder sieht, als sie stirbt, tut sie es mit den Worten, es war alles
gut. Alles war gut. Stirbt und auf einem Treppleiterchen geht sie durch das Fenster in den Himmel ein. Natürlich soll das Auferstehung simulieren. Einen Gott gibt es im Grunde genommen nicht in dem Stück, zumindest keinen, der irgendwie maßgeblich wäre. Es wird eine Sie und eine freundliche Mutter genannt, aber spielt in dem Stück im Grunde genommen keine Rolle. Jedenfalls nicht in der Weise, dass dieser Gott oder diese Göttin irgendwelche Gebote erließe, nach denen man zu leben hat. Dieses Wort, es war alles gut, es war alles prima. Also ein Mensch, der vollkommen mit sich im Reinen ist, als er stirbt. Alles Anstoßerregende ist gewissermaßen eliminiert aus dieser erfundenen Religion. Und ich habe die Rezension dazu in Public Forum, einfach eine katholische, sehr moderne Zeitschrift, gelesen. Und es wurde darin summarisch gesagt, man sieht sehr, sehr viel Ritual, aber es ist entleertes Ritual, möglicherweise gewollt, vielleicht auch nicht gewollt, weil ein letzter Sinn hinter all diesem Ton auf der Bühne nicht mehr sichtbar wird. Liebe Schwestern und Brüder, warum erzähle ich Ihnen das? Diese Frage, wie müsste eine Religion aussehen, damit nicht religiöse Menschen ihr gerne angehören, überhaupt einen Zugang finden? Ich bin ziemlich sicher, dass der Autor Bon Park es nicht wirklich ernst gemeint hat. Sicher ein unterhaltsamer Theaterabend, aber er rechnet ganz sicher nicht ernsthaft damit, dass so Religion aussehen müsste, oder sagen wir mal höchstens halb ernst, damit Menschen unserer Zeit, die dem Religiösen ja fundamental entfremdet sind, einen Zugang finden. Aber wie könnte das denn aussehen? Im Anschluss an das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, eine Religion, in der das, was im Zentrum der heutigen Lesungstexte steht, nämlich Umkehr, das Bewusstsein, dass es immer, liebe Gemeinde, eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Gott in der Tora, in der Bergpredigt, in den Geboten von uns erwartet und dem, wie wir leben. Keine Religion, keine anständige Religion, in der diese Diskrepanz nicht enthalten ist, uns herausfordert und damit Umkehr, Reflexion auf sich selbst und neue Ausrichtung des Lebens notwendig wäre. Also hier ist das alles, ist diese künstliche Religion von all dem gereinigt, aber in unserer begegnet es uns. Und wie müsste es aussehen, damit Menschen nicht den Eindruck haben, und das ist ja ein so weit verbreiteter Eindruck, dass unser Glaube nur disziplinieren möchte, dass es da Gebote gibt, einen erhobenen Zeigefinger und du, wenn du das und das nicht tust, dann wirst du bestraft, dann kommst du in die Hölle und solche Geschichten. Darüber möchte ich, und das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, ein wenig nachdenken und ausgehen von der ersten Lesung. Sie alle kennen die Vorgeschichte, die Sintflut, die Erde heimsucht. Mit Sicherheit eine kollektive Erinnerung übrigens, denn auch die anderen Mythen der umliegenden Kulturen Mesopotamiens kennen einen solchen Mythos über eine Ursintflutkatastrophe, der viele, viele, viele Menschen und Tiere zum Opfer fallen. Also das ist die Vorgeschichte für das, was wir heute gehört haben. Gott ist das gewissermaßen das Antlitz Gottes, das Israel erfahren hat. Es gehört zum Genius dieses Volkes,
dass es seiner eigenen Geschichte, die mit Abraham beginnt, dem Bund, den Gott mit ihm schließt, später mit dem Volk Israel selbst, dass es hier eine Vorgeschichte gibt mit einem anderen Bund, von dem wir gehört haben, der nicht ein Bund mit Israel ist, sondern ein Bund mit der Menschheit, mit der ganzen Schöpfung, ein universaler Bund. Gewissermaßen in dieser Klammer steht die ganze Geschichte Israels. Und ich möchte es einmal so ausdrücken, der Gott, der uns hier begegnet, in diesem Abschnitt, ist ein Gott, der selbst umgekehrt ist. Natürlich wissen wir, dass Gott nicht umkehren muss. Und doch wird er uns so geschildert, dieser Gott, der Unheil verhängt hat, er bekehrt sich gewissermaßen radikal zu uns Menschen und macht diese Verheißung ein Blankoscheck. Die Sünden, die zu der Sintflut geführt haben, sind wahrscheinlich fast Pillepalle gegenüber dem, was heute Menschen Böses tun, einander antun, was wir im vergangenen und in diesem Jahrhundert erleben und über die Jahrhunderte hinweg. Und er sagt, nie mehr, was auch immer ihr treibt, ihr Menschen, werde ich etwas dergleichen über euch kommen lassen. Ich werde euch niemals vernichten. Es ist etwas anderes, dass wir inzwischen diese Möglichkeit haben, wir Menschen, unseren Planeten und uns selbst zu vernichten. Aber das ist etwas anderes. Ihr Gott wird es nie mehr tun. Und das Zeichen dafür, der Regenbogen, ein universales Zeichen, das überall auf der Welt gesehen wird. Und dann diese Verheißung. Gott, der bedingungslos nicht das Unheil, sondern das Heil des Menschen will. Unter diesem Vorzeichen beginnt dann einige Kapitel später die Heilsgeschichte Israels. Liebe Gemeinde, und von da möchte ich schauen, also noch vor der Umkehr, die mir zu der ich gerufen werde, gewissermaßen diesem übertragenen Sinn, die Umkehr oder Hinkehr Gottes zu mir, zur ganzen Menschheit. In der zweiten Lesung wird uns gewissermaßen der Preis vor Augen geführt für diese Verheißung. Es ist eine allegorische, nennt man das im Fachjargon, Interpretation der Sintflut. Er, Jesus, er taucht in die Wasser der Flut, in die Fluten der Sünde, in die Fluten des Leides, in die Fluten der Tode, die in dieser Welt gestorben werden, selbst ein. Und verwandelt diese Fluten, wir werden das in der Osternacht noch einmal hören, in dieser sinnbildlichen Sprache, verwandelt diese Wasser des Unheils in Wasser des Heils. Und deswegen schreibt der Autor, der heilige Petrus, in seinem Brief, dass wir durch Wasser, durch diese Wasser hindurch gerettet werden. Durch den, der als der Gerechte für die Ungerechte, für uns, für unsere Schuld gestorben ist. Damit wir mit ihm verbunden werden, mit ihm, der auf diese Weise sich mir, uns hingekehrt, wenn wir so wollen, umgekehrt hat. Und etwas Ähnliches im Evangelium. Er, der so solidarisch mit uns geworden ist, der nichts als das Heil von uns möchte, er tritt ein auch in unsere Versuchlichkeit. Ich finde, das ist ein unglaublich sprechendes Bild. Wie er ihn umgarnt, der Teufel, Satan, ins Ohr flüstern. Das kennen wir. Jeder von uns. Dieses Flüstern einer Stimme. Ach, das macht doch gar nichts, wenn du das oder jenes tust. Ist zwar eigentlich Unrecht, aber nein, in diesem Fall nicht. Oder so ähnlich. Ich glaube nicht, dass Jesus diese Situation einfach mal mit lässiger Geste abgewehrt hat. Er ist doch der Sohn Gottes. Er macht mal so und die Versuchung ist weg. Nein, ich glaube, dass er in einer Tiefe die Versuchlichkeit von uns Menschen
an sich selbst erfahren hat, wie einen ungeheuren Anprall des Bösen, auch des Faszinierenden, denn das Böse zeigt sich uns immer als das scheinbar Gute, als das Faszinierende, das Verlockende, das eigentlich gut ist. Das erfährt er und weiß es zurück. Und das alles ist die Erfahrung, um jenes Wort, mit dem Markus die Predigt Jesu zusammenfasst, sagen zu können. Und das, was ich versucht habe, hier zu entwickeln, begegnet uns in dieser Kurzzusammenfassung noch einmal. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Liebe Schwestern und Brüder, das Erste ist nicht, kehrt um. Also ein Gebot, eine Aufforderung. Das Erste ist, ich bin euch nahe gekommen. Ich bin ganz bei dir. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, die Basileia Tuteu. Und wenn ich von da noch einmal, und dann komme ich zum Schluss, auf die Versuchung kommen darf. Markus erzählt im Unterschied zu Matthäus und Lukas nicht die drei Versuchungen, die uns da überliefert sind, sondern sagt einfach, er ist versucht worden. Was ist denn gewissermaßen die Essenz der Versuchung? Wir lesen es im Buch Genesis. Werden zu wollen wie Gott. Ich, mein eigener Herr. Gott, was hast du mir zu sagen? Ich lebe mein Leben. Und was du sagst, interessiert mich nicht. Zwei Weisen, ihn gewissermaßen auszuräumen, wie in dem Theaterstück, das ich eingangs erzählt habe. Ihn zu leugnen. Dann habe ich auch keinen mehr, der mir irgendwie reinreden kann. Oder an Gott zu glauben, aber ihn so mir selber auszudenken, dass er letztlich das, was ich lebe, mein Lebensstil, meine Überzeugungen, das, was ich leben will, bestätigt. Aber Umkehr bedeutet nicht, dass Gott gewissermaßen sich mir angleicht, sondern dass ich mein Leben ihm angleichen, seiner Basileia herrschen. Und der kann ich mich nur unterstellen, der kann ich mich nur umkehren zuwenden, wenn ich weiß, der mir da begegnet, ist bedingungslose Liebe. Er will mich nicht disziplinieren, er will nicht einfach, dass ich gehorche, weil er es mir sagt und ich es überhaupt gar nicht kapiere. Er will mir nahe sein, mit seiner Herrschaft, weil er mich liebt. Nur weil er mein Bestes will. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die Form der Umkehr, an die wir als Christen und schon zuvor als Juden glauben. Dass es die Umkehr, Hinkehr zu dem ist, der zuvor zu mir sich hingekehrt hat. Umgekehrt ist mir nahe gekommen. Und deswegen Umkehr, nicht aus Disziplinierung, sondern aus Liebe. Und vielleicht gibt es das ein oder andere, das Sie sich vorgenommen haben, als Zeichen der Umkehr, Punkt im eigenen Leben, wo es auch notwendig wäre, wo wir sagen, Herr, ich will umkehren zu dir aus Liebe.